Liebe Freunde, seid gegrüßt. Hier ist MD Vegan. Heute ist ein Saftfastentag. Ja, einmal die Woche mache ich das im Durchschnitt. Immer bei den Mondphasen, den entsprechenden Vollmond, Neumond, 11 Tage Nahrung. Also die besten Tage zum Fasten. Und ja, es macht sehr viel Spaß, an dem Tag nur Säfte zu trinken. Frische Säfte. Ich habe hier zum Beispiel ein paar Äpfel genommen. Hier sind das jetzt drei. Drei Äpfel, mittelgroße Äpfel, gewaschen und klein geschnitten. Da können die Stiele, ihr merkt, wie ihr seht, ruhig dranbleiben. Das ist für den Entsafter gar nicht so schlecht, weil diese Reinigung, diese Entsaftungsspirale innen drin, die wird gereinigt. Dann entsaftet er besser. Dann bleibt nicht so viel dran kleben an den kleinen Zähnchen. Also die lasse ich alle dran, die Sachen, ja. Wie gesagt, dann geht es so ein bisschen einfacher. Und ich habe hier eine Brennnessel selbst gesammelt vom Park um die Ecke. Da ist kein Verkehr in der Nähe, relativ ruhig gelegen. Und da kann man diese tollen Brennnesseln finden, die ja jetzt gerade die beste Zeit haben zum Ernten. Ja, im Herbst dann werden es eher die Samen sein, die ja auch sehr nahrhaft sind, nussig. Jetzt sind es die Brennnesseln. Dem Hanf übrigens sehr verwandt, hat noch mehr Faserstoffe als der Hanf, ungemein nahrhaft. Aber jetzt natürlich will ich den Saft dran nehmen und die Faserstoffe rauslassen. Das ist ja der Witz beim Fasten, dass man die Kalorien und die Faserstoffe rausnimmt und die Nährstoffe drin lässt, dass man sich so wohlfühlt und der Körper die ganze Energie nicht für die Verdauung braucht, normalerweise sind es 60% der Nahrung, sondern für sich selbst benutzen kann. Selbsterkenntnis, Reinigung und so weiter, Meditation, tolle Ideen, Kreativität, Kunst. Fasten macht schon viel Spaß, wenn man es richtig macht. Regelmäßig und beständig. Und ein bisschen Zitrone. Brennnessel hat es ganz schön in sich. Also die hat nicht nur diese Ameisensäure, die ja sehr gesund ist auch, aber auch wehtut, sondern die kratzt auch im Hals. Ja. Also eine Menge Alkaloide drin. Und das ist natürlich mit der Zitrone ganz schön ausgeglichen mit dem Apfel, mit dem Süd. Man muss kräftig Gemüse und Obst dazu tun zur Brennnessel. Für sich alleine ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr diese gesundheitlichen Vorteile, den Nutzen, die Wohltaten, die wir ja wirklich auch nicht gerne verschenken. Brennnessel ist legendär für seine Gesundheitswirkungen. Ja? Da gibt es Geschichten drüber, schon überall, schon seit ganz langer Zeit und überall auf der Welt. Also sehr, sehr tolle Pflanze. Und umsonst. Los geht's. So, ich habe jetzt den Saft ausgepresst aus den Äpfeln, den Brennnessel und der Zitrone. Ich habe mal kurz gekostet und es war etwas sauer. Ich habe schon gedacht, die Brennnessel verlangt ein bisschen mehr. Da habe ich mir jetzt also noch eine Birne geholt. Ich habe noch eine da, oder zwei Birnen. Auch kurz gewaschen und klein geschnitten. Und ich glaube, die sollte dann noch zu. Ja, also allein Apfel, das wird der Brennnessel, das wird zu sauer und das reicht nicht. Da muss ein bisschen mehr Süße rein. Versuchen wir es mal, ob das klappt. Wir sehen uns gleich wieder. So, die beiden Birnen sind auch drin. Die waren sehr schön weich. Und ihr seht ja, da ist ja fast nichts übrig geblieben. Also passt kein Trester. Ja, so einfach sind die zu entsaften. Äpfel, Beeren, Zitronen und so. Und auch mit den Brennnesseln, weil die sehr viele Fasern haben. Das mag der Entsafter ganz gerne. Ja. Also jedenfalls... Nicht immer, bei Rhabarber ist es anders, der hat auch wieder Saft, in viel Fasern, das sind sehr lange Fasern, die man durch den Saft dann sehr schwer durchkriegt. Also aber bei der Brennnessel ist es toll, da reicht richtig schön diese Trommel, die sich da dreht. Ja, jetzt koste ich mal und ich glaube, jetzt schmeckt es genau richtig. Ja, richtige Süße drin. Schön ein bisschen mischen noch, damit alles schon auch homogen wird. Schön cremig ist es auch. Ja, wenn jetzt den Trester da hinten rauskommt, immer wieder durch den Entsafter hindurch gibt. Das kann man auch nicht bei allen Entsaften machen übrigens. Bei Stopfen die sehr leicht, bei dem geht es sehr gut. Dann wird der Saft auch cremiger. Und ich mag das sehr gerne. Sehr, sehr fein. Ja. Müsst ihr euch angucken, wie das aussieht. Ich zeige es euch mal. Vorsicht, dass nichts überschwappt. Ups. Jawohl. Ups. Seht ihr? Brennnesselsaft. Apfel und Birne und ein bisschen Zitrone.
Ja, es wird mir wirklich Spaß machen, heute mein Saftfasten. Das ist mein erster Saft, den ich trinke. Ich habe schon viel Saftwasser getrunken natürlich, mehrere Liter. Beim Yoga üben heute Morgen. Als erstes, wenn ich aufstehe, trinke ich noch ein bisschen Wasser, ein großes Glas. Und dann geht es weiter. Ja, und dein Körper braucht das auch. Er saugt sich richtig voll mit Wasser. Die ganze Nacht über schaltet er Wasser aus. Ja, man gibt ja sehr viel Wasser ab nachts. Man muss am Morgen gleich dehydrieren. Das macht der Körper sehr gerne. Also Zellen werden dann jung bleiben und fit. Und ja, jetzt fange ich mit Saft an. Und ich freue mich schon drauf. Ja, sagt euch was, sagt, was ihr davon haltet. Wenn ihr auch mal die Gelegenheit habt, ein paar Brennnesseln zu sammeln oder zu bekommen, dann macht ihr auch einen leckeren Saft und dann sagt mir, wie ihr ihn gefunden habt. Ihr müsst ja freuen und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, MD Vegan auf YouTube. Hier gibt jeden Tag ein neues Rezept und auch regelmäßig einmal die Woche im Schnitt, je nach Mondphasen entsprechend, neue Saftrezepte. Und auf der Seite Triyoga Mondfasten auf Facebook gibt es übrigens auch einen Saftfastenkalender von Triyoga, habe ich übersetzt. Und andere ganze Menge Leute mittlerweile, die mitmachen und immer darauf warten, dass einmal die Woche so ein Rezept rauskommt und dann Safterfahrungen, Fastenerfahrungen ausgetauscht werden können und so. Ja, könnt ihr auch mal gucken, könnt ihr auch einfach Mitglied werden, ist ganz einfach und bis bald. Schönen Tag noch!